Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play GTA Online. Heute mit dem Sarazar, mit dem Tommy, denn der Benny ist immer noch nicht da. Mit dem Flo, der Fragemeister und natürlich Tobi. Tobi. Hallo. Alles mit Deutsch, wie okay, ich bin im Auto, Freunde. Wir müssen hier flüchten. Okay. Das ist das Ziel. Alle beim Walle rein. Komm, oh, Alter. Hier. Boah. Schnell, Rainer. Okay, ich bin drin. Rein mit dir. Oh, ich werde hier erschossen gerade. Oh. Nein. Alter, ich mach das weg. Oh, fuck. Und tot. Oh, der Let's Play Onkel. Der Let's Play Onkel hat uns zerfetzt. Das ist aber nicht der Let's Play Onkel. Aber da fällt mir ein, die Flucht ist nicht gelungen. Wir könnten einen Job machen. Ich habe nämlich auch einige Jobs aufgelistet. Und wir sind natürlich auch wieder in einer Twitter-Session bei dieser Spiel-Session von GTA Online. Ihr könnt diverse Fragen stellen, beziehungsweise ihr konntet. Denn wir haben das ja bei Facebook und Twitter vorher angekündigt, dass wir so eine kleine Twitter-Session machen. Mit dem Hashtag SlayMassive war das bei der letzten Runde. Ich habe gerade eine gute Frage bekommen hier. Ja. Oh. Wollt ihr nicht mal einen Livestream machen? Also nicht Stream in Form von, wie bei ihr es macht, sondern so zocken. Zum Beispiel ein GTA-Stream. Machst du doch schon viel, oder, Dennis? Du hast doch schon aber ich meine so der Walle jetzt zum Beispiel, weil das... Ja, ich mache ja den Livestream, wir machen ja eh schon einen Livestream. Insofern ist das alles cool. Also könnte ich mal auch zwischendurch machen, aber mit dem folgenden Livestream, ich will jetzt die Leute auch nicht unbedingt übersättigen und jeden Freitag reicht dann eigentlich auch. Und der ist ja auch ganz lustig, da haben wir Späßchen dran. Genau. So, was haltet ihr von... So, hier gibt es auch die Vanessa Wert. Die hat ja auch so ein schönes Bild mit einem Schild, wo Dennis draufsteht. Die möchte gerne wissen, ob ihr gerne Achterbahn fahrt. Oh. Boah. Nee, überhaupt ja, nicht. Ja, mega nice. Ich mag Achterbahn super gerne. Und mir wird auch nicht schlecht oder so. Nicht so wie hier gerade. Oh, alter Schwede. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich, Alter! Stammbesucher im wunderschönen Phantasialand bin. Und da fahre ich also auch schon mal Achterbahn. Gibt's auch coole Sachen von Daseland, Europa. Machst du sowas? Ja, ja, es kommt also bei mir ist das Problem, sobald es hochgeht mit der Achterbahn, also ich habe Höhenangst, weißt du? So, es gibt ja diese, ich kenn's, wann warst du das letzte Mal im Phantasialand? Yeah. Ist noch gar nicht so lange her. Genau, da gibt's ja Temple of the Nighthawk, kennst du die? Nee, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, die Talokan kenne ich, Mystery Castle und der ganze Schnickschnack. Bist du Talokan mal gefahren, das Ding, was ich da immer über... Also kann man auch kurz erklären. Talokan ist so ein... Wie soll man das erklären? Das überschlägt sich immer. Ja? Vielleicht machen wir irgendwann mal so ein Super-Omis im Phantasialand oder so. Es gibt natürlich auch noch viele andere tolle Vergnügungsparks, wie das Disneyland, Warner Bros. Movie World, Heidepark, Soltau und so weiter und so fort. Aber um die Frage zu beantworten, ja, wir fahren gerne Achterbahn, außer der Tobi. Genau, der Tobi ist der die Taschen hält vorne. Ich habe so ein paar Missionen tatsächlich am Start und eine fand ich ganz interessant, wäre gekreuzter Irrsinn oder gekreuzter Wahnsinn, die verifiziert ist. Das ist ein Rennen, vielleicht machen wir das mal gerade und da müssen wir übereinander springen. Was haltet ihr? Übereinander springen? Ja, das ist halt, ihr werdet sehen, ist ein bisschen komplexer. Ich habe selber noch nicht gezockt, ich habe selber nur mal ganz kurz... ausgesucht halt bei Rockstar, da können wir ja immer die ganzen Maps aussuchen. Und ihr habt natürlich auch wieder viele Slay-Massive-Karten gemacht. Der Let's Play-Onkel ist da super aktiv. Muss man einfach mal sagen, Hut ab, Let's Play-Onkel, an dieser Stelle, falls du es hörst. Du spielst ja hier auch gerade mit. So, und ich mache jetzt gerade mal hier Zwischenzeiten, Weltrekord, bla bla bla, bla bla bla, Sportwagen können wir machen, ist ja eh wurscht. Es geht hier eher darum, ein paar lustige Crashes zu machen heute. Gekreuzter Wahnsinn heißt das Ganze. Und jetzt alle aus aktueller Sitzung, ich lade euch ein, nehmt schnell an, Freunde. Oh, 16 Spieler, Alter, du bist verrückt. Ja, ist easy, wird lustig. Umso mehr Crashes gibt's. Es geht jetzt nicht darum, unbedingt das Rennen zu gewinnen. Natürlich ist der Plan, kommst du ohne Zusammenstoß über die Kreuzung. Ne, das wäre eigentlich der Hauptding. Und es gibt auch noch gekreuzter Irrsinn, die hat, glaube ich, auch der Let's Play-Onkel gemacht. Die gekreuzte Wahnsinn ist von jemand anderem, wenn ich mich nicht irre. Was ich sehr oft hier lese, ist die Frage, seid ihr auf der Gamescom? Natürlich, ohne Frage. Alle, glaube ich, oder? Ich bin auf jeden Fall da. Klar. Natürlich. Also. Natürlichement. Oh. Natürlichement. Kommt. Was haben wir denn hier? So funky und so. Kommt wissen, du ohne Zusammenstoß über die Kreuzung. Kommt. Genau, habe ich eben. Ja, ja. Komm du, Alter. komm du ohne. Hey, kommst du drüber mit Auto. Funky und so. Oh, da kommt gerade eine Sarazar Seifenblase angeschwebt, sehe ich gerade bei Twitter. Oh nein. Sarazar Seifenblase, ich winke zurück. Haben gerade hier angeschwebt. Funky und so möchte wissen, was ihr tun würdet, wenn ihr wüsstet, wenn das morgen die Welt untergeht. Boah. Ich würde auf jeden Fall noch Homeland Staffel 3 zu Ende gucken. Boah, das weiß ich, das ist immer so. Oh, da redet jemand.
Aber der Noda Rider, der ist immer am Quatschen, ja, bei uns letztens schon, als wir Jobs aufgenommen haben. So am Quatschen. Ich würde Sarazas Haare einmal anfassen. Was würdest du machen? Ja, was ganz ehrlich, ich würde auf jeden Fall das mir ist echt schwer. Erstmal abwägen, ob es nicht eine Möglichkeit der Rettung gibt, ja? Steht ja mit so einem er wieder der Held, weißt du? Ja, ja irgendwie. Und wenn es da nichts wird, würde ich mich mit ein paar Leuten zusammensetzen. Ich glaube, ich würde mich echt abschießen. Hier gibt es ja viele, die immer gerne zeichnen. Es kann ja jemand sich mal die Mühe machen und den Sarazar auf dem Berg zeichnen, wie er eine Flagge in der Hand hält. Würde mich mal interessieren, wie das dann. Ja, ich kann mir das so aber bitte mit, wehendem Haar im Wind. Genau. Ja, aber das sagst du nur, weil ich so ein Held bin. Mal gucken, wie viel er aushält. Jetzt reicht es aber langsam. Was nehme ich denn für ein Fahrzeug? Den Sultan? Komm, ich nehme mal das Cabrio getuned hier. Auf welche Spiele freut ihr euch denn? Fragt Charlie Zockt. Eigentlich auf gar keinen Moment. Watch Dogs, Murder, Soul Suspects. Das wäre mein nächstes Ding auf der Liste. So die, auf die ich mich echt freue. Das Assassin's Creed Unity mit drin. Ja, Unity natürlich auch. Ja, auf jeden, ey. Assassin's Creed bleibt immer wieder ein tolles Ding. Das wird wahrscheinlich noch ewig dauern, bis das rauskommt. Ne? Das läuft ja auf der gleichen Engine, glaube ich, wie The Division, oder? Ja. Division, ja. Das wird auch nice. Da freue ich mich auch drauf. Ja. Das ist auch eine coole Frage. Da freue ich mich auch sehr. Oh, Alexandra möchte wissen, wenn ihr eine Superkraft haben könntet, welche wäre das? Teleportieren. Fliegen. Wisst ihr, was ich machen würde? Die Zeit anhalten. Ja, das wäre auch super. Geil. Kennt ihr das Fliegen? Ich so, dass ich nicht alter an der Zeit, wo ich die Zeit anhalte. Das ist das Beste, was du machen kannst. Boah. Und dann, wie kennt ihr diese Serie, wo die dann angetippt wird? Wo man dann angetippt wird und die Zeit geht weiter? Wie hieß die noch? Ja. Ach, Alter, ja. Das hätte ich gerne, das ist super geil. Sorry, ey, da geht nichts drüber. Oh, wie hieß denn das nochmal? Wenn du da nicht alt bist, kannst du eben so lange gestalten, wie du willst und kannst dir einfach den Piloten, nimmst du da mit in die Zeit und fliegst überall hin, wo du willst. Du musst dir gar keine Sorgen über Verkehr oder irgendwas machen, weil du. Also irgendwie ist das doch sehr rennlastig, oder? Ja, irgendwie schon. Ich dachte, das wäre so eine Kreuzung. Schade. Wollte jetzt schon ein bisschen Mist machen, aber. Ah, das machen die Jungs schon hier für mich. Boah! Was für ein Auto habt ihr denn genommen? Ich hab leider meinen Pilot. Ja, ich habe auch sehr kurzfristig gewählt. Oh Gott, ey, ich muss ja Benny. Oh nein! Es wird echt schwierig. Tommy, du Penner! Wo bist denn du, Tommy? Hast du mich gedreht? Ah, nein! Oh, jetzt habe ich mich auch gedreht. Noda Rider, da ist er am Start. Alter, du bist doch wieder Erster, wa? Nee, ich hab mein Auto zu langsam, ich bin nur Dritter. Oh! Den Noda Rider habe ich sowas vom Felde gejagt. Ja, ich habe auch nur den R8-Verschnitt jetzt hier am Start. Der ist natürlich nicht unbedingt die beste Rennmaschine, aber okay. Jetzt überleben. Boah, jetzt geht's ab, jetzt geht's los. Ja, wenn man mal ein bisschen auseinander. Ah, Ampel getroffen, Alter, nice. Boah, Alter. Was ist euer größter Wunsch in der Zukunft, sagt Kami? Oh nein, wie lächerlich. Da darf ich doch nicht scheitern, das war echt schlecht. Mein größter Wunsch in der Zukunft. Den verrate ich natürlich nicht, weil dann geht er nicht in Erfüllung. Man darf ja nicht über Wünsche reden. Alter, da ist einer gerade über mich drüber geflogen. Boah, das ist nice. Jetzt, ja genau, da funktioniert's. Ja, da musst du aber ja, ein nice. Spiel dafür haben, ne? Bin nämlich ein bisschen an Need for Speed hier gerade, der Film. Kann ich auch nur empfehlen, fand ich eigentlich ganz cool. Nein, ich hab die Geschwindigkeit vergessen. Auch viele. Was? Habt ihr Haustiere oder hattet ihr Haustiere? Bin ich rausgenockt worden. Oder hättet ihr gerne Haustiere? Sehr also ich gerne. Für meinen Teil hatte welche. Ey, wenn man so Fragen beantworten muss, kann man überhaupt nicht mehr fahren, ne? Ich hab's klar. Tobi, du musst die Frage beantworten. Mal gucken, wie du dann fährst. Ich bin sowieso Letzter, weil ich einen Punkt verpeilt hab. Ja, ich gerade auch. Ja, gut. Ich bin Zehnter. Ich hab ein Meerschweinchen. Ja? Ich hab einen Hund und eine Katze. Stimmt. Also, wie heißt dein Hund nochmal? Ich bin ja mit ganz vielen Tieren aufgewachsen. Amy. Ja, Amy, genau. Winehouse? Was ist das für du sollst die Playmassive GmbH doch in Ruhe lassen. Mit vielen Tieren aufgewachsen. Ja, ich glaube, der war so. Achtung, Dennis, mit ein paar Hunden. Oh nein. Jetzt geht das schon wieder los. Nice. Oh, ich hab dir doch letztens mit Doggy Style hab ich dir noch eine Freude gemacht. Ja, ja. Bitte nicht, Alter. Bitte nicht, wirklich nicht. Oh, ich hab den Walle noch überholt, sehr schön. Ja, nice. Das ist eine gute Herausforderung. Ich komme irgendwie nicht aus den Füßen mit der Möhre. Nee, ich auch nicht. Was macht ihr eigentlich, wenn ihr mal traurig seid? Also ich hatte, ganz kurz, um die Frage zu beantworten, ich hatte ewig viele Haustiere, auch Hunde, Katzen und
Wir hatten sogar Hühner, wir hatten sogar Pferde und Pipapo, weil meine Modi, dann bin ich auf so einem Halbbauernhof aufgewachsen, ja, der renoviert wurde. Deswegen ist alles klar. So, ich bin im Ziel. War nicht so geil, ne? Nee. Naja. Nee, irgendwie nicht. So, dann anschließend an die ganzen anderen Lieblingssachen. Der Daniel Latar möchte wissen, habt ihr sowas wie All-Time-Lieblingsbands oder was hört ihr aktuell so für Musik? Queen. Boah, auf jeden. Queen ist geil auch. Aber es gibt Queen so viel geilen cool, Scheiß. Also ich bin ein Riesenfan von Coldplay. Ich weiß nicht. Finde ich auch geil. Find ich auch geil. Nee, ich glaube, das hat man noch nie mitgekriegt. Noch nie hat man das mitgekriegt. Nee, auch nicht auf Facebook also, oder so. Also ich muss schon sagen, ich habe die früher nicht so gemocht, ja, aber inzwischen ist es so einfach, ich finde die Musik von denen ist, also ich höre sehr viel Radio, aber bei denen ist es so, die Musik passt immer zu jeder Lage. Wenn dir zum Beispiel schlecht gelaunt bist, kannst du zum Beispiel von denen Musik hören und die wird dich dann, weißt du, das kann ich irgendwie nicht so erklären. Aber das ist halt bei manchen Bands ist es halt so. Früher habe ich auch Linkin Park gehört, aber die finde ich inzwischen. Coldplay macht halt auch recht zeitlose Musik, ne? Die kannst du in 10 Jahren auch noch hören. Ja, ja. Stimmt. Ja. Wie gibt immer echt gute Bands. Aber ich bin gar nicht so auf Musikgenre festgelegt, ey. Bei mir geht es über Creedence, ja. Clearwater Revival, Donovan, über 50 Cent bis hin zu Afrojack. So, das war jetzt eine Band oder was? Ja, ich hör gerne Soul, ich höre gerne 60er-Mucke, ich höre mir aber auch gerne coole Rock- und Punk-Tracks an. Nirvana fahre ich zum Beispiel auch unter anderem. Und dann finde ich aber auch extrem geil auch so ein paar Elektro-Tracks. Also ich bin da überhaupt nicht so festgelegt. Ich höre sehr viel Musik und ich glaube, es hängt auch mehr von der Melodie ab, als eben vom Genre, genauer gesagt. Und ich finde es eigentlich schade, wenn Leute so engstirnig sind und sagen, ja, ich höre nur das. Das vertritt natürlich auch oft eine Lebenseinstellung bei vielen. Ich glaube zum Beispiel bei Hip-Hop und Metal, wenn man das ganz hart nimmt, ist das oft so. Und ich hatte auch verschiedene Phasen, wo ich das selber so durchlebt habe. So ich gesagt, boah, ich bin voll der Hip-Hop-Head, boah, ich bin voll der Rocker und spiele jetzt nur noch Gitarre und höre nur Rockmusik. Hatte ich beide schon. Und ich hatte auch mal eine Phase, wo ich ein bisschen mehr Elektro gehört habe. Aber irgendwie mittlerweile vereine ich vieles. So, und ich freue mich über coole Tracks. Es gibt vieles, was ich scheiße finde. Es gibt vieles, was ich geil finde. Auch Soundtracks können mega geil sein, so Filmmusik. Oh ja, oh ja. Ja. Da gibt's schon, es gibt viel Cooles. Also musikalisch bin ich eigentlich ziemlich offen. Welcher wirklich ein schöner Soundtrack hat, ist ziemlich Beste Freunde. Ja, auch super geiler Soundtrack, muss ich sagen. Das ist zum Beispiel auch bei Superhomies extrem schwer, weil ich muss ja dann auch, unter anderem machen ja die Circle of Alchemists da auch Mucke für. Kann man ja mal kurz erwähnen, Tommy ist ja von denen. Ja. Und da ist es auch gar nicht so leicht, dann überhaupt irgendwie diese ganzen Songs zu finden auch und so. Du musst halt ewig suchen, damit die cool sind und dann auch zur Szenerie passen. Und wir dürfen ja nur Creative Commons oder halt Songs nehmen, wo wir dann Lizenz kaufen und all sowas. Oder halt, wenn wir Kumpels haben, die dann zufälligerweise auch einen Song dazu beisteuern. Und da musst du halt, glaube ich, auch ein bisschen open-minded bezüglich Musik bleiben, weil es gibt halt auch viele Musiken, die haben eine gewisse Atmosphäre, schaffen die. Und je nachdem, was man mit einer Musik erreichen will, unterstreicht die Atmosphäre enorm. Ja, ist auch immer ganz lustig, wenn ihr da wegfahrt und wir hier alle sitzen und überlegen, okay, wir wissen, ihr seid jetzt in der Karibik und wir versuchen dann immer irgendwas Passendes zu kreieren. Das ist immer ganz lustig, macht auf jeden Fall Spaß. Ganz kurz nur eine Frage, hängt geht's bei euch weiter? Die ganze Zeit im Ja, natürlich. Ja. Ist voll der gekreuzte Wahnsinn, Alter. Ja, geil. Also ist es hängen geblieben. Nee, ich kann den Job zwar markieren, aber ich komme hier nicht mehr raus. Nee, man kommt da müssen wir jetzt nicht das Spiel raus. Abbrechen, das ist doch ein Witz. Wir müssen wahrscheinlich alle das Spiel neu starten, wie es aussieht. Ja. Oder vielleicht noch einen Moment warten, das letzte Mal hat es auch gehangen. Schieß doch mal ein paar Fragen los, im Notfall beantworten wir jetzt in dieser Folge noch ein paar Fragen und dann machen wir in der nächsten Folge für alle. Der Gameboy wird heute 25 Jahre alt, hattet ihr alle einen? Ja, natürlich. Ja. Ja. Hatte einen Gameboy Color sogar. Und was war euer Spiel? Tetris? Tetris, ja, Mario. Oder Mario. Mario, ja. Sehr schön. Coco wünscht sich, dass wir ihren Namen sagen. Sagen wir jetzt einfach mal Coco. Schreiben sehr viele. Wie lange dauert immer so eine Aufnahmesession? Unterschiedlich. Das Beispiel ist doch Daisy, oder? Könnt ihr doch mal erzählen. Oh. Ja, dann kann es doch mal 8 Stunden dauern mit vorher und so. Weißt du noch, wo wir in dem Haus verschanzt waren? Ach, das geht weiter. Wirklich weiter. Ja. Juhu. Also, lass uns doch mal ganz kurz. Also kann von einer Stunde bis hin zu 12 gehen. Wir hatten auch schon mit Gronkh habe ich mal so eine Extremo Dead Space Session gemacht beispielsweise. Der große Tom. Die Rush Hour, Rush Hour. Der große Tom vor allem. Rush Hour, alle zu Rush Hour. Die große Tour. Rush Hour. Ist neu, glaube ich. Ist, glaube ich, neu. Ah, ich glaube, die große Tour ist es.
Ja, ich glaube, die große die Tour soll es sein. Nee, bei DayZ ist es so teilweise, oder wenn du abgeknallt wirst, wir wollen ja immer fürs Let's Play, weil einige unterstellen uns immer, dass wir Leute haben, die für uns looten, was auch alle so ist. Kommen alle aus China, sitzen alle in so einem Keller bei uns und 50 Stück. Nein. Ja, die China-Farmer, ne? Wie in den MMOs, genau, die dann die Gold-Items verkaufen. Darauf will er hinaus natürlich. Nee, aber um es mal kurz zu erklären, bei uns ist es so, wir looten in DayZ immer alles, damit wir im Let's Play nicht damit, eigentlich muss man sagen, bei DayZ geht es ja ums Looten eigentlich. Wer das beste Equipment hat, ist natürlich auch ein Vorteil und so weiter. Aber wir wollen ja im Let's Play mal Unterhaltung bieten und so weiter. Und bei DayZ ist es so, wenn du da abgeknallt wirst zwischen den ganzen Aufnahmen, dann sagen wir uns immer, okay, wir looten erstmal, wir finden erstmal zusammen und machen dann weiter. Und da gab es mal, da hatten wir 2 Stunden, um, wann war das, 3 Uhr nachts oder sowas, haben wir dann eine Pause gemacht, 2 Stunden, haben dann gelootet alle nochmal. Nee, das war, wo wir im Haus waren und der Sarazar ganz weit weg gespawnt ist. Weißt du das noch mit der... Oh, ja, ich weiß noch, es nicht, war... Brutal. Ja, da bist du sogar, glaube ich, hinten aus dem Haus geglitscht. Ja, ich bin da rausgeglitscht und bin gestorben, genau. Und ihr hattet dann einen Fight, glaube ich, einen kleinen. Genau, ja. Das war so krass. Ja, auf jeden Fall, also so ein Let's Play hier. Wir machen jetzt hier auch mehrere GTA-Folgen. Deswegen, weiß ich nicht, wie lange man da so sitzt, ne? Also kommt ja, das ist halt echt unterschiedlich. Also wie gesagt, von einer Stunde, manchmal nehme ich auch nur eine halbe Stunde irgendwas auf und mache dann am nächsten Tag nochmal eine Folge. Aber... hängt halt davon ab, wie man Lust und wie es gerade auch läuft. Ne? Wenn man natürlich jetzt den Server die ganze Zeit abstürzt, machst du mal 2 Folgen und dann probierst du nochmal. Aber es ist halt unterschiedlich. Ja, die große Tour vom Great Ocean Highway nach Vespucci Beach. Vorbei allem, was dazwischen liegt. Das Punkt-zu-Punkt-Rennen für Autos oder Motorräder klappert fast alle Sehenswürdigkeiten des südlichen San Andreas ab. Wird ein ziemlich langes Rennen, das sind 18 Kilometer. Oh, ich habe Monroe, scheiße. Sophie fragt, habt ihr... Scheiße, ich habe den Stinger. Oh Gott, ich werde so losen. Habt ihr verschiedene Ticks, zum Beispiel Angst vor Mikrowellen? Ja. Nee. Sag doch mal. Ticks, Angst also vor Mikrowellen ist interessant. Ja, da sollte man keinen Löffel reinlegen, nichts Silbernes. Ne? Das ist nicht so gut. Weiß man ja nicht. Hat er schon gemacht. Nee. Nö. Sonst eigentlich ja, so. So einen Tick habe ich nicht, außer dass ich ab und zu ausraste, aber sonst. Tobi, du? Ich überlege gerade, aber eigentlich, nee. Ja, da, also einen Tick hat jeder. Im Grunde hast du ja den Tick, dass du so riesen Frankfurt-Fan bist zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Ja, das also, ist ja kein Tick. Ja, nee, ist ja eher sowas, ein Wangs für mich. Alter. Oh, mega umgedreht worden direkt. Ich fühle mich zum Beispiel sehr unwohl in Aufzügen. Das kann ich zum Beispiel nicht leiden. Ja, aber das ja, ist auch weil, kein weil, Tick im Grunde. Das ist genau wie im Flugzeugen. Man hat immer Angst vor Fliegen, obwohl Fliegen eigentlich sehr sicher ist. Das Problem ist, man fühlt sich immer so, ja, oh. Halt noch. Boah, Alter, was da hinten wieder los ist. Man fühlt sich nee, immer so ausgeliefert. Vom Fliegen habe ich auch keine Angst. Alter! Vielleicht eine ganz leichte Höhenangst habe ich. Die kann ich wirklich... Kann ja, Höhenangst habe ich oh. auch. Aber richtig. Aber nicht so richtig. Also, boah, Alter! Krass, das ist ja, man fühlt sich halt immer so ausgeliefert. Man hat ja keine Kontrolle drüber. Weißt du, was ich meine? Wenn man im Flugzeug sitzt. Und das Komische, was... Ich habe mal so einen Film gesehen, so eine Doku. Und da fand ich sehr interessant, dass der Pilot gesagt hat, dass die meisten Menschen gar nicht drüber nachdenken, wie der Tag des Piloten wohl war. Was der so durchlebt hat und so, wie seine Laune ist. Weil man steigt ja da ein und man denkt ja, der Mann bringt mich ja sicher ans Ziel oder die Frau. Weißt du? Und das ist ja, aber... zu zweit, da stecke ich dann also Hoffnung rein, dass wenigstens einer von denen ganz guten ja. Tag hat. Vom Fliegen habe ich nicht so wirklich Angst, muss ich ehrlich sagen. Ich fliege halt auch sehr, sehr viel. Insofern... Ich fliege auch immer gerne, also auf die Fresse und natürlich auch mit dem Flugzeug. Boah, Alter, was soll ich da immer? Noda Rider voll in die Luft katapultiert. Nice. Ich will immer in die Kommentare schreiben, ob ihr gerne fliegt. Also ja, oder wo ihr ja vielleicht Ängste habt. Raumangst zum genau. Beispiel auch übel. Ich meine, im Aufzug, Angst, das ist ja schon so eine Art Raumangst. Ja, Habt ihr denn schon nee, mal schlechte Erfahrungen mit dem Aufzug gemacht? Nee, noch nicht. Zum Glück, ey. Also, ich bin also schon mal sonst hätte ich das wahrscheinlich auch. Alter, ich bin sowas von abgedriftet. Ja, aber das war noch mal stecken geblieben. An der Uni, ja. Die Aufzüge da sind natürlich, wie man sich vorstellen kann, nicht unbedingt immer im Top-Zustand. Ja. Weil die Uni-Gebäude ja meistens auch schon etwas älter sind. Und da kann es durchaus mal vorkommen, dass man wirklich stecken bleibt. Ach, das ist ja krass, so nach einer Woche haben wir dann auch gemerkt, dass der Tommy nicht mehr da ist. Habt ihr dann ohne ihn aufgenommen? Echt nett, geil. Als ihr mich dann rausgeholt habt. Ja. Irgendwann. So vor Hunger mit einem sehr nice. Großen, langen Bart. Ich bin auch noch da. Wie bei Castaway, weißt du? Ja, aber in einer Woche nur nicht. Da hat er sich nur nee. Eingeschissen im Aufzug. Ja, das ist ein Aufzug für 4 Personen. Ja, die Wände tapeziert. Also kaum Platz. Ach du Scheiße. Und wann wurdest du da rausgeholt? Wie lange hat das gedauert? So ein Stündchen ungefähr. Okay, und dann mit Notknopf und allem drum und dran.
Ja, ja, man hat dann halt ewig lange getrötet, aber die Tröte war halt leider nicht mehr mit dem zuständigen Dings verbunden. Von daher musste man echt so lange warten, bis jemand die Tröte beim Vorbeigehen neben dem Aufzugsschacht gehört hat. Also das war schon Abwehr. Ach du Scheiße. Ja, das ist ja mega nice. Keine Panik gekriegt? Doch, schon ein bisschen. Also ich hatte leider auch kein Handyempfang. Ich konnte also auch niemanden anrufen. Das war wirklich ziemlich verflixt. Aber es ging ja dann alles. Ich habe dann mir irgendwann gedacht, naja gut, die Vorlesung besuchst du dann vielleicht nicht mehr. Und ja, war dann auch nicht so schlimm im Endeffekt. Oh, wie schlecht ich gefahren bin gerade. Ey, das ist echt ein Problem, wenn man fährt und dann quatscht so, ne? So noch ein paar Fragen. Ich bin fast stehen geblieben einfach, weil ich vergessen habe, dass wir im Rennen sind. Ja, ich bin ja auch am Rumdüsseln wieder. Oh nein. Das ist auch eine coole Frage. Die Baby Google möchte wissen, ob ihr an Außerirdische glaubt. Ja. Also mit Sicherheit. Irgendwo gibt's da was. Ob die jetzt nur hier waren, weiß ich nicht, aber irgendwo gibt's was. Das Universum ist so mega riesig. Boah, wie schneller der Eiskalt ist. Ah, die haben jetzt einen neuen Planeten entdeckt, ne? Auf dem sogar Leben möglich sein soll, aber der ist ewige Lichtjahre weit entfernt. Also weiß ich nicht, ob man das da, die da so ein Urteil drüber fällen können. Ob da andere Lebewesen sind, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Nee, ich weiß es sowieso nicht, ja? Geh doch mal gucken. Warte, ich hol mal Fernglas raus. Flieg mal gerade rüber schnell. Ach, geil. Ja, ich bin mal gespannt, ey. Wenn die ersten Aliens entdeckt werden, das ist natürlich der Hammer. Ich glaube, das ist so die Sensation. Siehst überhaupt. Du meistens bei RTL um nachmittags, bei Mitten im Leben, siehst du ganz viele von denen. Alter, wie lange sind das Rennen hier? Ja, 18 Kilometer, ne? Sitzen wir noch übermorgen hier. Ich bin meinem 14. Platz hier vor der Schrottkarre. Seid ihr nach irgendwas süchtig, fragt die Anna. Ja. Ja, nach Spielen. Nee, kann ich dir nicht sagen. Also. Ja gut, Sucht ist halt auch immer so eine Definitionssache, ne? Ich meine, wenn du jeden Tag ein Glas Cola oder ein Glas Bier trinkst, bist du ja auch schon süchtig. Boah, ich bin bestimmt Cola-süchtig. Wobei man das ja nicht mal gewollt, also macht das ja nicht mal gewollt so, weißt du, was ich meine? Nee, aber ich muss jetzt nicht jeden Tag ein Glas Cola trinken. Nach der Definition wären wir ja auch alle total zocksüchtig, weil wir oft spielen. Ja, sind wir doch auch. Frag mal Frontal 21. Wenn der das wüsste, der alte Hasenzahn, Alter. Warte, ich knabber ihm der Möhrchen. Ja, ich meine, wir werden brutale Killerspiele. Ja, natürlich. Wir sind ja das Paradebeispiel für den Amokläufer. Ja, natürlich. Vor allem ich. Echt? Ja, du. Ja, also man merkt das ja mit deinen, weißt du, ruhige Art, aber plötzlich dann total erzürnt. Ja, natürlich. Wenn wir mal Aufnahmepausen haben, der rastet immer richtig aus. Ja. Ihr sagt ja immer, Saraza, du Hurensohn! Ich hau dir auf die Fresse. Das ist dann schon das Freundlichste. Oh, das war der Wahnsinn. Nice. Oh. Maffi hat gefragt, was ihr für Kindheitsberufe, also was ihr euch immer gewünscht habt, was ihr werden wollt als Kind. Boah. Ey, ganz ehrlich, die Story habe ich euch schon so oft erzählt. Irgendwie. Rentner. Hartz-IV-Empfänger. Spieleredakteur fand ich ganz gut. Ja, das hatte ich, also ich hatte das dann, ich wollte immer was mit Spielen machen, seitdem ich das erste Mal Giga geguckt hatte damals. Ja, wollte ich gerade sagen, ich wollte immer sowas wie Giga machen. Ich habe dann immer so gedacht, sobald ich 18 bin, bewerbe ich mich da und dann geht's los und dann gab's die nicht mehr. Das war an meinem Geburtstag, wurden die eingestellt, das war so mies damals. Kann man dir mal erzählen, ich bin damals bei Giga, wollte ich ein Praktikum machen, wie der Tobi es gerade erzählt hat und da war auch alles schon in trockenen Tüchern und so. Das Lustige ist, ich bin dann sogar nach Köln gezogen, also hier in der Gegend von Köln, und habe dann auch mir eine Wohnung gesucht, ein Zimmer, eine WG und so weiter. Und dann sind die eingestellt worden. Also alles für den Arsch eigentlich. Also ja, bist du bei Blamassive untergetaucht hier. Ja, und jetzt? Bist du froh, dass du nie bei Giga angefangen hast? Nee, im Ernst, also im Nachhinein bin ich eigentlich froh, also tut mir natürlich leid für die Mitarbeiter von Giga, ja, aber ich bin froh, dass es nicht geklappt hat. Nee, Giga war eine geile Zeit und auch Hut ab, das war super gemacht, es war vielleicht zu früh. Heute wird das wahrscheinlich super laufen, aber es war vielleicht zu früh. Ja, die damalige Zeit. Den Weg bereitet so. Für und man muss natürlich gucken, es ist auch angenehmer, sich sowas, glaube ich, on demand reinzuziehen, weil man dann auch die Spiele es gibt, die man einen nicht interessieren kann. Deswegen ist YouTube dafür sowas halt auch eigentlich das optimale Medium, meiner Meinung nach. Das geht. Also ich habe eigentlich mich immer gefreut, um 22 Uhr dann da einzuschalten und mir dann Giga Games... Ach komm, du Dreckskarre. Ja, aber das kannst du ja heute auch quasi machen, ne? Kannst ja echt ohne Ende machen. Um 22 Uhr. Kannst du dir sogar aussuchen, was du gucken willst, welches Game. Und das ist natürlich ein krasser Vorteil. Also ich glaube, YouTube ist schon ziemlich geil. Und auch diese ganzen On-Demand-Portale finde ich halt auch super. Wenn ich mir nicht vorgesetzt bekomme, was ich zu schauen habe, sondern wenn ich mir selber aussuchen kann, was interessiert mich denn gerade. Und das finde ich ganz nice eigentlich.
Ja, was würdet ihr machen? Ich weiß nicht, wer die Frage stellt, das ist schon ein bisschen länger her. Achso, kannst du Französisch? Ja, habe ich den Ball ja schon öfter gezeigt. Wie die mal ruhig sind, wie man das sagt. Nee, könnt ihr eigentlich Fremdsprachen aus Englisch? Ja. Nee, ich kann nur Englisch. Ein bisschen Spanisch. Ich hatte das 3 Jahre in der Schule, aber ich bin halt eingerostet. Sag doch mal einen Satz auf Spanisch. Ich bin das schwarze Schaf der Familie, weißt du? Hm. Hola, ¿qué tal, Dennis? Señor Dennis. Una cerveza, por favor. Das ist so eine Standardnummer, ne? Hätte ich einfach gefeuert. Kann, so. Ja, ich hab mich gerade gefeuert. Ich nehme mich ein bisschen an King of Kings. Der Tobi müsste ja eigentlich immer Hasta la vista sagen zum Ende seiner Folgen. Vielleicht der Tobinator. Stimmt, klar. Hasta la vista, baby. I'll be back. I'll be back for Apfelstrudel. Auf welchem Konzert wart ihr zuletzt? Max Squiggle. Quickly. Oh, ich war auf so einem Open-Air-Konzert in Berlin. Das war das letzte, was ich gesehen habe. Aber das war kein richtiges Konzert, war eher so ein Elektroparty. Direktes Konzert. Bei mir war das jetzt, wenn diese Folge rauskommt. Also ich war letztens auf einem Beyoncé. Ich gehe eigentlich. Bei Justin Timberlake, ne? Genau, ja. Ja. Also, ich habe mich sehr darauf gefreut, muss ich ehrlich sagen. Also war sehr nicht, toll. Justin Timberlake war super. Also jetzt. Alter, wie mutmaßlich mir der Media ja. Das ist doch. Also mutwillig. Das Konzert war wahrscheinlich toll, ja, aber sorry. Ist jetzt nicht so, dass ich mir persönlich Karten dafür geholt hätte. Ich wurde viel mehr eingeladen, um es so zu sagen. Und wir sind eher so. Wann kommt die Folge raus? Wann kommt denn die Folge raus hier? 27.10.2080. Ja, achso, wenn die Freitag rauskommt und gerade eben bin ich auf dem Weg Alter. Nach Köln zum Coldplay-Konzert. So, ist ja lustig. Hast du die schon mal gesehen? Ja, ja, natürlich, Alter. In Köln, über diese riesen Arena-Tour. Weißt du, wie geil das war? Wo die Armbänder alle geleuchtet haben und so. Aber kann man nicht erzählen, das muss man selber erlebt haben. Ja, so. Ich habe die vor 6 Jahren, glaube ich, das erste Mal gesehen. Ist schon sehr geil. Ja, der, weißt du, wann sich der Dennis in die verliebt hat, in die Band? Der, als sie als Hunde verkleidet haben. Der fand ich vorher nicht so gut. Aber dann... Deine Mutter. Nein, die haben sie auch mit Frohlich eingerieben, weißt du? Ohne Frohlich fehlt dir was. Oh, das ist das Ende. Ja, und wir so von den Alchemisten, wir gehen auch oft zusammen auf Festivals, also Rock am Ring oder. Ja, nice, oder Rock am Ring war ich früher super oft. Oh, guck mal, hier ist eine schöne Frage. Ich will ja gerne zum Wow! Alter! Meine krasseste überhaupt. Coco fragt. Alter, Megastunt. Ja, Walle, wir wollten doch dann noch auf so ein anderes Festival. Ja, EDC, ne? Las Vegas. Eines Tages. Boah. Warte, Tages. Das ist eine super Frage. Es gibt nur noch Tickets bei eBay, die sind so unsterblich teuer, ja, ist übel. Ja, hab ich gesehen. Ja. Ich muss sie suchen. Die Anna fragt gerade, was macht euch so richtig wütend? Das macht mich so richtig wütend, dass es keine EDC-Tickets mehr gibt. Ja, ich raste aus! Nein! Nee, aber Respektlosigkeit. Mobbing, ja, Schläge, grundloser Gewalt. Richtig wütend. Krieg. Ja, also so Vergewaltiger und sowas machen mich schon richtig aggressiv, muss ich sagen. Also da werde ich richtig aggro. Böse Krankheit. Also zum Glück. Das wäre ja sonst auch komisch. So, jetzt habe ich noch eine schöne Frage zum Abschluss. Macht jedes Fangirl vom Erik und Walle macht diese Frage jetzt bestimmt glücklich. Und zwar fragt Coco, wenn LPT XXL 2 stattfindet, werden Erik und Walle sich dann auch mal richtig küssen, ohne die Helme? Nein. Nicht? Nein. Aber Walle... Nee, ich muss nicht noch mehr Brokeback bieten, ja, vor euch. In Wirklichkeit kommt die Frage von Dennis, weißt du? So, weil der so heimliche Autor, Hoffnung schien. Autor Dennis Mafuyu LP. Oh, Entschuldigung. Ja, komm, machen wir jemanden Boys, liebe Freunde. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Let's Play GTA Online. Bye, bye. Tschüss. Ciao. Tschüssi Kowski. Ja, das waren wieder eine kleine Fragerunde hier bei Twitter. Und in der nächsten Folge machen wir dann mal wieder eine richtige Session. Haben ja eigentlich den gekreuzten Verkehr gemacht, aber das ging nicht so richtig lümmelmäßig ab. Also war ein bisschen lame, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dafür konnten wir viele Fragen beantworten. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Sagt uns Bescheid. Und in der nächsten Folge dann eben wieder was Vernünftiges. Versprochen. Bis dahin. Ciao.